Dies ist ein Länderkampf. 6 Länder treten gegeneinander an. Österreich, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Italien und Schweden. Und in jedem Lauf werden 6 Fahrer an den Start gehen. Also nicht nur 4, wie sonst. Und hier haben wir schon die erste Aufstellung. Links sehen Sie die Helmfarben. Jedes Land behält diese Farben heute während der ganzen Veranstaltung. Und jeder Fahrer hat eine einzelne Startnummer, die sehen Sie rechts. Henrik Gustafsson für Schweden. Sultan Haidu für Ungarn, Stefano Alfonso für Italien, Robert Barth für Deutschland, Antonin Kasper für Tschechien und Toni Pilotto für Österreich. Egon, erste Prognose, wer wird hier das Rennen machen? Ja, das wird ein hartes Aufeinandertreffen zwischen Henrik Gustafsson, der ja bekanntermaßen hier bei dem letztjährigen Weltfinale in Pocking den 4. Platz in der Weltmeisterschaft belegte, ist hier in diesem Lauf schon mal Vorausfavorit, aber man soll auch mit Stolz vielleicht einmal auf die Startnummer 9, das ist unser deutscher Teilnehmer Robert Barth, achten, denn er ist eigentlich ein Mann, der auf schlechten Bahnen nie zu unterschätzen ist. Er ist ja auch Europameister auf der Grasbahn gewesen. Und ich denke mal, er wird dem Henrik Gustafsson, wenn er nicht den Start macht, ganz schön hart attackieren. Aber das ist ja auch Rennsport, so wie er sein soll, wenn man von vornherein nicht sagen kann, der wird Erster, Zweiter oder Dritter. Achten Sie also auf den weißen Helm, meine Damen und Herren. Das ist Robert Barth, der Vertreter des deutschen Teams. Und auf den Mann mit dem weiß-schwarzen Helm. Das ist Henrik Gustafsson. Und Gustafsson, der Schwede, hat jetzt strategisch gesehen einen kleinen Vorteil, denn er steht innen. Ja, er kann wenn er die Innenbahn hält, keinen Strahl abbekommen. So, das ist die Fachsprache, wenn man den direkt einfängt. Jetzt achten wir. Vierter von oben. Robert Barth. Henrik Gustafsson raus aus den Bändern wie eine Rakete, wird aber hier ganz hart attackiert von dem tschechischen Fahrer Toni Kasper, der hier in Führung geht kurzfristig. Ja, die Bedingungen sind nicht besonders gut und man sieht, dass das Fahrerfeld sich ganz schnell auseinanderzieht, denn die Sichtbehinderung, das ist das große Problem. Jetzt greift Henrik Gustafsson an und geht außen vorbei, von innen nach außen überschnitten, den Strahl ganz kurz nur genommen. Das heißt, dass die Brille nicht voll wird. Ein leichter Aufsteiger. Spektakulär geht das hier los, meine Damen und Herren. Schöner Zweikampf zwischen den Schweden und den Tschechen. Und ehrlich gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass die Fahrer überhaupt so gut vorankommen. Robert Barth kämpft an dritter Stelle jetzt. Er hat zu viel Boden verloren. Aber vorne tobt der Kampf immer noch. Toni Kasper, der tschechische Meister, mehrmalige, hat noch nicht aufgesteckt. Aber jetzt sieht es fast so aus, dass der kleine Schwede mit 24 Jahren, Henka Gustafsson, 20 Meter noch für Henrik Gustafsson und der erste Sieg. Das heißt 5 Punkte für die Schweden, erwartungsgemäß. Und die anderen Fahrer haben zum Teil noch 100 Meter vor sich. Während Gustafsson hier sich schon sonnt im Glanze seines Erfolgs, kommt der letzte Vertreter mit dem roten Helm, Toni Pilotto aus Österreich, noch ins Ziel gefahren. Haben wir gar nicht mehr gesehen. Die freuen sich jetzt, die wollen nichts wie raus. Ich schätze mal, harte Arbeit heute für die Speedway-Piloten. Hier haben wir auch gesehen, wie hart mit dem Schlamm gekämpft wird. Zoltan Adoyan, dem Ungarn, ist die Kette runtergesprungen. Das ist ja so, diese Rennmaschinen sind ja sehr empfindlich und auf Leichtbaubasis gebaut mit ihren 85 Kilogramm. Ne, 80 Kilo wiegen sie nur im Speedway, 85 auf der Langbahn. Hier sehen wir nochmal den Start. Ja, Robert Barth ganz gut vorne mit dabei, aber jetzt fängt er von Gustafsson den Dreck. Er ist jetzt Dritter, noch an dritter Position. Toni Kasper geht nach außen raus, hat freie Sicht, kann jetzt das Gewicht ganz nach hinten bringen. Man sieht es, wie der Oberkörper nach hinten geht. Und er kann kurzfristig Henka Gustafsson einmal überholen, aber das wird nicht lange vorhalten, denn Henka ist eine Kämpfernatur, 24 Jahre alt und ein ganz schneller Mann. Es ist schwer zu sagen, wie viele Zuschauer heute hier ins Rottal-Stadion gekommen sind. Es sind schon gut und gerne 30.000 gewesen hier in den besten Zeiten, aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Wetter ab. Einige